Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Nein, ich schreibe kein Tagebuch. Ich will schriftlich nur exakt festhalten, was mich beunruhigt, seit Tagen schon. Die zuerst unbestimmte Unruhe verdichtete sich zur Angst. Das gebe ich offen zu. Sollte mein Verdacht wirklich zutreffen, liegt mit diesen Notizen für die Polizei ein entscheidendes Beweismaterial vor. Ich will ganz am Anfang beginnen. Ich heiße George Mummery, werde 47 in ein paar Monaten und bin Teilhaber eines kleinen Maklerbüros. Meine Frau Edel ist etwa 10 Jahre jünger. Wir führen eine sehr glückliche Ehe. Seit ihrem nervlichen Zusammenbruch im letzten Sommer kränkelt Edel allerdings leicht und regt sich bei der geringsten Kleinigkeit auf. Wir, unsere neue Köchin Mrs. Sutton und ich, bemühen uns deshalb immer, Edels Wünschen weitgehend zu entsprechen. Ich sehe, es schmeckt dir, George. Bestens, Edel. Geht nichts über ein gutes Frühstück, das man in Ruhe zu sich nimmt. Noch Kaffee, Mr. Mummery? Danke, Mrs. Sutton. Sie sind schon eine Perle. Und nicht nur als Köchin. Meine Frau hat recht. Wir können von Glück sagen, Sie gefunden zu haben, als unsere Mabel so plötzlich kündigte. Nun übertreiben Sie aber, Mrs. Mummery. Nein, 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 es ist wieder mal ein ganz ausgezeichnetes Frühstück, das selbst mir mit meinem labilen Magen bekommt. Ich halte mich nur immer an den ärztlichen Ratgeber im Morningstar. Schrotbrot mit reichlich Vitamingehalt. Knusprig gebackener Schinken, zart weich gekochte Eier und ein starker Kaffee. Seien Sie nicht so bescheiden, Mrs. Sutton. Was recht ist, muss recht bleiben. Ein Wahlspruch, gegen den sich nichts einwenden lässt. Allerdings. Was Neues in der Zeitung, George? Eine Anfrage im Parlament. Interessiert dich aber sicherlich nicht. Es heißt, man bezahlt die staatlich angestellten Schreibkräfte zu hoch. Sie haben also wieder mal die Zeitung vor mir studiert. Was, Miss Sutton? Entschuldigung, Sir. Na, ist doch kein Beinbruch. Schreibt man nichts über diese schreckliche Frau? Sie meinen diese Giftmischerin? Ja. Man hat die Fahndung nach ihr auf das ganze Land ausgeweitet. Eine ganze Familie soll sie vergiftet haben. Hat sich einfach als Köchin ausgegeben. Die Polizei wurde leider erst sehr spät auf sie aufmerksam. Da frag ich mich manchmal wirklich, wozu bezahle ich eigentlich meine Steuern? Hoffentlich fasst man diese Frau bald. Es muss einfach jeder seine Augen offen halten. Ja, jeder. Mich regt dieses Thema immer so auf. Reden wir von etwas anderem, George. Als ich dann ins Büro fuhr und sich im Zugabteil der Tabaksqualm der Pfeifenraucher immer dichter ausbreitete, wurde mir unwohl. Am Frühstück konnte es aber doch nicht gelegen haben. Angelangt im Büro ging es mir dann regelrecht schlecht. Und das trotz der Magentabletten, die ich in den letzten Wochen häufig nehmen musste. Mir war speiübel hinter meinem Schreibtisch. Brooks, mein Kompagnon, sah mir das sofort an. Morgen, Mummery. Morgen, Brooks. Ist es Ihnen jetzt kalt genug? Und ob? Direkt scheußlich sogar, dieses Wetter. Haben Sie wenigstens Ihre Zwiebeln alle im Boden? Leider nein. Meine sind seit voriger Woche drin. Jetzt kann ich getrost auf den Frühling warten, bis meine Tulpen blühen. Ich fühle mich in letzter Zeit nicht so gut und deshalb... Sie sehen auch gar nicht gut aus, mein lieber Mummery. Eine latente Magenverstimmung wohl, aber sicher nichts von Bedeutung. Hm. Vielleicht die Leber verkühlt? Nun wäre bei dem Wetter doch kein Wunder. Und wie geht's Ihrer Gattin? Danke, viel besser wieder. Freut mich zu hören, freut mich ungemein.
Dann sehen wir Sie ja wohl auch bald wieder im dramatischen Verein. Sicher. Unvergesslich, wie sie letztes Jahr in der Romanze spielte. Sie und der junge Welbeck rissen alle mit. Edel sehnt sich auch schon nach dem Theaterspielen. Die Welbecks besuchen uns oft. Der Doktor warnt allerdings davor, dass Edel sich nicht gleich wieder zu viel zumuten darf. Muss ja auch nicht gleich wieder eine Hauptrolle sein. Hauptsache, sie spielt überhaupt wieder mit. Ja, das soll sie ruhig. Da habe ich nichts dagegen, aber eben nicht sich abhetzen. Aufregungen sind etwas Verteufeltes. Ich meide sie seit Jahren, wenn es geht. Und die Folge? Ja, sehen Sie mich doch an. Sieht man mir an, dass ich die 50 schon hinter mir habe? Nein, das ist aber auch eine Frage des vernünftigen Essens. Da fällt mir ein, Ihre Frau kennt wohl nicht zufällig eine gute Köchin, die Arbeit sucht. Oh, die sind rar. Wieso will Ihre alte Miss Cookie etwa kündigen? Nein, du lieber Himmel, betrifft die Philipsons. Sie hatten eine junge Person und die heiratet demnächst. Ja, neuerdings muss man ja doch sehr vorsichtig sein. Ach, Sie meinen wegen dieser Giftmischerin, dieser Mrs. Andrews? Ja, die Polizei glaubt nicht an ihren ominösen Selbstmord. Ja, man hat die Fahndung aufs ganze Land ausgedehnt. Allerdings wurde ihr Mantel am Fluss gefunden. Der sollte doch nur ihren Tod vortäuschen. Nein, die sucht sich wieder eine Stellung als Köchin. Oder hat sie sogar schon gefunden. Nein, nein, diese Sorte Mensch begeht keinen Selbstmord. Welche Sorte? Na, die Arsenverrückten. Die gehen mit ihrer eigenen Haut verdammt vorsichtig um. Man muss sich das mal überlegen. Erst pflegt sie ihren alten Vater zu Tode. Er hinterlässt ihr etwas Geld. Dann führt sie einem alten ehemaligen Major den Haushalt. Der stirbt auch plötzlich. Dann ist sie in Stellung bei dieser Familie. Ja. Interessant ist ja übrigens nicht nur, dass sie weglief. Nein, es gibt ja nicht einmal ein Foto von ihr. Ach, keiner weiß also, wie sie aussieht. Stimmt. Man hat eine Obduktion der Leiche ihres Vaters und des Majors veranlasst. Ich garantiere Ihnen, die sind bis oben hin vollgepumpt mit Arsen. Garantiere ich Ihnen. Im Laufe des Montags besserte sich mein Befinden. Das kann aber auch an meiner Vorsicht beim weiteren Essen gelegen haben. Ich nahm nur etwas gekochten Fisch zu mir, außerdem einen leichten Pudding. Die Magenschmerzen, die mich in den letzten Wochen immer wieder gequält hatten, verschwanden. In fröhlichster Stimmung kaufte ich Blumen, um Edel damit eine Freude zu bereiten. Sie war nicht im Wohnzimmer, als ich heimkam. Wo ist meine Frau? Mr. Murmay, haben Sie mich jetzt aber erschreckt? Fühlt sie sich wieder nicht gut? Auch nur ein bisschen Kopfschmerz. Sie hat sich hingelegt, ich hab's ihr angeraten. Sie wollte unbedingt das Wohnzimmer aufräumen. Ich konnte nichts dagegen machen. Ich habe sie doch gebeten, sich zu schonen. Sie hält das Nichtstun nicht aus. Wird davon nervös. Ich werde mal zu ihr reinschauen. Über die schönen Chrysanthemen wird sie sich bestimmt freuen. Wenn sie schläft, störe ich sie nicht. Ja, ja. Schlaf ist die beste Medizin. Für heute Abend habe ich Pastete gemacht, dazu Steak und Niere. Oh, Pastete esse ich gern, bloß... Sie ist mir wunderbar leicht geraten. Ich habe auch keinen Schmalz genommen, nur Butter. Ich weiß doch, Schmalz vertragen Sie nicht. Vielleicht habe ich mir ja auch nur ein bisschen die Leber verkühlt. Schon gut möglich. Dies Wetter setzt ja jedem irgendwie zu. Ich ging auf Zehenspitzen durchs Haus und die Treppe zum Schlafzimmer hinauf. Als ich vorsichtig die Tür öffnete, lag Edel schlafend in die große Daunendecke gekuschelt. Sie sah wieder so klein und so zerbrechlich aus in dem großen Bett. Ich betrachtete sie voll Zärtlichkeit. Gerade als ich wieder das Zimmer verlassen wollte, öffnete sie die Augen und sah mich an. George, bist du es? Welcher Mann sollte wohl sonst in deinem Schlafzimmer stehen, Habe ich dich gestört, Liebling? Sind die wunderschönen Blumen für mich? Mhm. Danke. Wie ich hörte, warst du wieder einmal unvernünftig. Du solltest nur ein aufgeräumtes Zuhause vorfinden, wenn du kommst. Lieb, aber dumm von dir. Nimm lieber die große Vase, George. Ich stehe auch gleich auf. Und meine Belohnung für die Blumen? Nachher. Ich ziehe mich schnell an.
Du bleibst liegen und wirst im Bett zu Abend essen. Ich werde dich bedienen. Aber George, mir geht es doch schon viel besser wieder. Keine Widerrede, du bleibst liegen. Willst doch bald wieder Theater spielen, oder? Natürlich. Man wartet nämlich auch schon auf dich. Brooks, die Welbecks und die anderen. Bei Tony Welbeck hätte ich übrigens nicht vermutet, dass er so ausdauernd diesmal bei der Sache ist. Na, du weißt ja, erst waren es seine Pferde, dann der Safari-Spleen und nun euer dramatischer Verein. Aber macht wohl sein Alter. Wenn man so jung noch ist, richtet man erst mal überall sein Interesse hin. Ich kann ihn gut leiden. Und gegen seine Mutter kannst du auch nichts sagen. Eine deiner besten Klientinnen inzwischen. Und auch eine meiner reichsten. Ihren kleinen Landsitz in Schottland haben wir aber auch bestens verkauft. Sie war sehr zufrieden. Die folgenden Tage, Dienstag und Mittwoch, ging es mir gesundheitlich gut. Ich nahm keinerlei beunruhigende Symptome mehr wahr an mir. Die tägliche Speisefolge besprach ich immer mit Mrs. Sutton und beide stützten wir uns auf den ärztlichen Ratgeber im Morningstar. Donnerstag allerdings erkrankte ich so heftig, dass Ethel darauf bestand, ich müsse endlich einen Arzt aufsuchen. Ich konsultierte Dr. Griffith. Sie können sich wieder anziehen, Mr. Mummery. Und? Nichts. Von einer chronischen Erkrankung keine Spur. Vielleicht das Wetter. Eine verkühlte Leber eventuell. Was haben Sie gestern Abend gegessen? Schweinsfuß. Hinterher einen leichten Pudding. Und getrunken? Portwein beispielsweise? Orangensaft. Na, da haben wir es doch schon, Mr. Mummery. Orangensaft. Für sich genommen hervorragend. Vitaminhaltig und von aufbauender Wirkung für den Körper. Auch Schweinsfuß für sich genommen. Jedoch beides zusammen, das ist reines Gift für den Organismus. Besser gesagt für die Verdauung. Noch besser gesagt für die Leber. Das höre ich zum ersten Mal. Woran das liegt, weiß ich auch nicht, aber es ist nun einmal so. Aber... Kein Aber. Ich verschreibe Ihnen jetzt eine Diät... Und die werden Sie einhalten. Und ich rufe auch Ihre Frau an, dass sie sich darum kümmern soll. Im Übrigen werde ich ihr sagen, dass Sie gesund sind wie ein Fisch im Wasser. Das wird Ethel beruhigen. Auf jeden Fall wäre es gut, Sie würden mal 2-3 Tage ausspannen. Ich tat, wie mir Dr. Griffiths empfohlen hatte. Freitag und Sonnabend nahm ich nur leichtes Brot und Milch zu mir, sowie etwas Fleischbrühe. Sonntagnachmittag fühlte ich mich dann wieder einigermaßen. Am Montag fuhr ich wieder ins Büro und stellte bei der Zeitungslektüre fest, Brooks hatte recht gehabt. Der alte Vater dieser Mrs. Andrews und auch der Major waren bis oben hin voll mit Arsen gewesen. Das hatte die Obduktion der Leichen ergeben. Zwei Tage später kam ich abends aus dem Büro und wollte nun doch endlich die restlichen Tulpenzwiebeln in die Erde bringen. Im Halbdunkel des Geräteschuppens suchte ich nach dem Zwiebelbeutel und fand die Flasche. Arsen und Krauttöter. Nur noch halb voll. Der Stöpsel war nur lose aufgesteckt. Eindeutig war es dasselbe Fabrikat, das diese Mrs. Andrews bei ihrem letzten Verbrechen benutzt hatte. Als ich wie betäubt ins Wohnzimmer kam, war Besuch da, die Welbecks, Mutter und Sohn. Sie unterhielten sich angeregt mit Ethel. Nur ihr Gesprächsgegenstand störte mich. Man muss sich das mal vorstellen, Mrs. Mummery. Ja, ich weiß, Sie haben zwar Toni und mir erlaubt, Sie Ethel zu nennen, doch ich bin nun mal eine altmodische Person. Also jedenfalls muss man sich das mal vorstellen, dass eine solche Frau nicht nur noch frei herumläuft, sondern vielleicht sogar schon wieder eine Stellung als Köchin in einer gutgläubigen Familie gefunden hat. Hallo, George. Guten Tag, Miss Welbeck. Guten Tag, Toni. Setz dich doch, George. Ja, danke. Aber ich habe doch schon letztes Mal versprochen, Mrs. Welbeck unsere Forsythien-Ableger zu zeigen. Ach ja. Sie wollten sich auch ein paar mitnehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Tja, das wolltest du, Mutter.
Ich nehme dankend Ihr Angebot an, Mr. Memory. Allerdings vorher eine Frage noch. Was halten Sie eigentlich von dieser Giftmischerin? Darüber können wir uns ja ausführlicher im Gewächshaus unterhalten. Ja, das wird wohl besser sein. Die jungen Leute heutzutage haben keine allzu starken Nerven mehr. Sie sind schon ganz blass, Ethel. Es stimmte. Ethel war blass und zitterte. Nur deshalb hatte ich ja auch die so gesprächige Mrs. Welbeck ins Gewächshaus gelockt. Ethel würde sonst sicher wieder einen ihrer nervösen Anfälle bekommen. Sie schien ebenso wie Tony Welbeck erleichtert, als wir das Zimmer verließen. Beide tauschten einen zufriedenen Blick. Offenbar hat auch der junge Mann die Situation erfasst. Ach, ich habe immer noch die gleichen Probleme mit meinem Garten. Das Unkraut? Hm. Warum nehmen Sie da nicht endlich dieses Unkrautvertilgungsmittel? Es ist außerordentlich wirksam. Das weiß ich inzwischen aus der Zeitung. Nein, ich möchte nicht für 1000 Pfund das Zeugs in meiner Nähe haben. Ach, Sie meinen wegen dieser Mrs. Andrews? Man braucht es doch nur weit ab vom Hause aufzubewahren, wie ich in meinem Geräteschuppen. Trotzdem. Aber wie sollten wir mit Leuten wie dieser Mrs. Andrews in Berührung kommen? Sagen Sie das nicht. Das geht schneller, als man denkt. Die Forsythien-Ableger für Mrs. Welbeck hatte ich in alte Zeitungen eingeschlagen. Dabei war mir etwas aufgefallen. Und ich ging noch einmal zurück in die Küche. Es stimmte. In allen Zeitungen fehlten jene Berichte, die sich mit dem Giftmorden beschäftigt hatten. Mir fiel noch sofort wieder der lose Stöpsel auf der Arsenflasche im Geräteschuppen ein. Ich überlegte, seit wann war diese Mrs. Andrews verschwunden? Über einen Monat war das her. Vor kurzem hatte ich doch aber erst Mrs. Sutton ihren ersten Monatslohn ausgezahlt. Nein, mit diesem ungeheuerlichen Verdacht musste ich alleine fertig werden. Das schwor ich mir in diesem Augenblick. Ethel durfte nichts erfahren. Noch nicht. Und wenn das alles nur Zufälle waren und ich umsonst in Panik geriet? Wie war das mit meiner Krankheit? Der erste Anfall lag über 3 Wochen zurück. Ich musste mich geben wie sonst. Haben die Welbecks gesagt, wann sie uns wieder besuchen kommen? Nein. Müde mein Herz? Ein wenig. Ach, alle reden nur von dieser Giftmischerin. Das wird dich wieder aufgeregt haben. Ja, ich mag das wirklich nicht mehr hören. Es wäre eine Wohltat, wenn Sie diese Frau endlich fassten. Brooks sagte neulich, und da hat er recht. Ich will nicht hören, was er sagt. Ich will überhaupt nichts mehr hören. Ich will meine Ruhe. Hörst du? Meine Ruhe will ich. Nun, reg dich nicht auf, Liebling. Wir sprechen nicht mehr über solche Gräuelgeschichten. Es hat ja keinen Sinn. Ich danke dir, George. Ethel ging früh zu Bett. Ich wartete auf Mrs. Sutton, die heute Ausgang hatte. Ich wollte sie ganz beiläufig nach den Zeitungsausschnitten fragen. Ich trank einen Whisky mit Soda und wartete auf das vertraute Klappen des Gartentores. Schließlich knirschten Schritte über den Kiesweg. Die Klinke der Hintertür zur Küche wurde gedrückt und dann rasselnd wieder der Riegel vorgeschoben. Der Augenblick kam näher. Die Küchentür öffnete sich und ich sah in das derbe Frauengesicht, das hinter einer dicken Hornbrille halb verborgen war. Ich konnte keinen grausamen Zug um den Mund entdecken, kein boshaftes Grinsen. Wünschen Sie heute Abend noch etwas, Sir? Nein, danke, Mrs. Sutton. Gehen Sie jetzt ruhig schlafen. Ich hoffe, Sie fühlen sich wieder besser. Viel besser. Übrigens, Mrs. Sutton... Ja, Sir? Ach, nichts. Gute Nacht. Gute Nacht, Sir. Die nächsten Tage waren unerfreulich, denn ich hatte mir angewöhnt, gleich früh morgens in die Küche hinunterzugehen und dort herumzustehen. Ethel machte das nervös. Mrs. Sutton jedoch ließ sich nichts anmerken. Gelegentlich lächelte sie nur nachsichtig. Und sie hatte ja recht. Was nützte es, die Frühstückszubereitung zu überwachen, wenn ich tagsüber nicht zu Hause war und Ethel demzufolge auch nicht schützen konnte? Ihre Frau scheint sich ja große Sorgen um Sie zu machen, Marmarie. Wie kommen Sie darauf, Brooks? Während Sie zum Lunch waren, hat sie mindestens 3-mal hier im Büro angerufen und nach Ihnen gefragt.
Sie wollte auch wissen, ob wir wirklich heute zu diesem Herrenessen gehen und wann sie sie zurückerwarten dürfe. Und was haben Sie ihr gesagt? Erstens, dass das Essen stattfindet und zweitens, dass sie sie nicht vor 24 Uhr zurückerwarten soll. Ich habe ihr natürlich nicht verraten, dass Hennel mit uns die ganze Nacht durchfeiern will. Ist ja schließlich sein letzter Abend vor der Heirat. Ich werde sicher nicht die ganze Nacht bleiben. Aber Marmarie, seien Sie kein Spielverderber. Ihre Edel haben Sie noch Ihr ganzes Leben lang. Ich kam schon gegen 23 Uhr nach Hause und entdeckte in der Küche einen Zettel von Mrs. Sutton. Sie hatte Kakao für mich gekocht. Ich brauchte ihn mir nur aufzuwärmen. Ich trank einen Schluck, stellte aber plötzlich einen sonderbaren Geschmack fest. Metallisch unangenehm war der Geschmack, wie ich nach erneutem Probieren bemerkte. Ich erschrak. Dann holte ich ganz ruhig eine leere Medizinflasche aus der Speisekammer und füllte eine Tasse Kakao darin ein. Den restlichen Kakao goss ich aus, reinigte das Geschirr und kochte neuen. Dann ging ich in den Geräteschuppen. Der Stöpsel auf der Arsenflasche war wieder lose, obwohl ich ihn letztens fest aufgesetzt hatte. Als ich durch den Garten ins Haus zurückging, sah ich noch Licht in Mrs. Suttons Zimmer. Beobachtete sie mich etwa? Liebling, da bist du ja schon. War's nicht nett? Doch, doch, nicht übel. Geht's dir gut? Natürlich. Mrs. Sutton wollte dir übrigens noch was zum Wärmen hinstellen. Hat sie es getan? Kakao. Und du hast ihn nicht getrunken? Ich hatte keinen Durst. Da wird die Ärmste aber ärgerlich sein, dass ihre Mühe umsonst war. Meinst du? Ganz bestimmt. Soll ich dir noch was holen? Danke, Liebes, nein. Ich mach dir den Kakao auch ganz heiß, wie du ihn am liebsten trinkst. Lass nur, ich hab keinen Durst. Wirklich nicht. Ich bin zwar kein Chemiker, lieber Mr. Marmory, doch ein ganz guter Apotheker. Ihre Vermutung war richtig. Wirklich? Ich kann es nicht glauben. Vorsichtshalber habe ich sogar noch den Marschtest gemacht. Kein Zweifel. Arsen also? Eine ziemlich starke Dosis sogar. Schätzungsweise 4 bis 5 Gramm. Kein Wunder also, dass Sie es schmeckten. Nach etwas mehr Alkoholgenuss hätte ich es sicher nicht gemerkt, oder? Sie müssen die Polizei benachrichtigen. Ja, nachher. Ich muss erst mal nach Hause zurück zu meiner Frau. Ich muss den Vorzug noch erreichen. Gut, dann rufe ich für Sie an. Sie müssen mir nur Ihre Adresse da lassen. Ich stürzte zum Bahnhof, hatte im Zug keine ruhige Minute und legte den Weg nach Hause fast rennend zurück. Schon von Weitem sah ich vor der Tür ein Auto stehen. Ist das nicht der Wagen von Dr. Griffiths, war mein erster Gedanke? Dann sah ich, wie sich die Haustür öffnete. Ein Mann trat heraus, von Edel gefolgt. Sie verabschiedeten sich voneinander. Der Besucher stieg in den Wagen und fuhr davon. Edel ging wieder ins Haus hinein. Als ich ins Wohnzimmer trat, abgehetzt und erregt, sah Edel mich erstaunt an. Du, George? Jetzt schon? Hattest du Besuch? Ja. Tony Walbeck, wegen der Vorbesprechung für den dramatischen Verein. Ja, und Mrs. Walbeck? Sie fühlte sich nicht. Ach so. Was ist mit dir, George? Du siehst so sonderbar aus. Liebes, reg dich nicht auf, aber ich muss mit dir über etwas sehr Unangenehmes sprechen. Aber George, du denkst doch nicht etwa, weil Tony... Es geht um Mrs. Sutton. Ach so. Sieh mal, in den letzten Wochen... Ich gebe zu, etwas eigenartig ist sie schon manchmal. Mrs. Marmory, denken Sie doch nur... Oh, Entschuldigung, Sir, ich wusste ja nicht, dass Sie schon da sind. Wünschen Sie Tee? Nein, danke. Sie wollten mir etwas erzählen, Mrs. Sutton. Ja, Madam. Es war ein junger Mann in der Fischhandlung, der kam gerade aus Lincoln. Und dort haben Sie diese schreckliche Frau verhaftet, diese Mrs. Andrews. Ist das nicht gut? Und es gibt keinen Zweifel? Sie ist es wirklich? Sie ist es wirklich.
hatte eine Stellung angenommen bei zwei älteren Damen und man hat auch das schlimme Gift bei ihr gefunden. Das Mädchen, das ihr aufgespürt hat, kriegt jetzt eine Belohnung. Ich habe ja auch immer die Augen offen gehalten nach ihr, aber sie war eben die ganze Zeit doch in Lincoln gewesen. Ich umklammere die Stuhllehne. Ich weiß nun, alles war ein Irrtum gewesen. Ich möchte diese Mrs. Sutton umarmen und um Verzeihung bitten. Alles also doch nur ein Irrtum. Aber da war doch der Kakao, der Apotheker, Mr. Dimthorpe, der lose Stöpsel auf der Arsenflasche, die ausgeschnittenen Zeitungsmeldungen über die Giftmorde. 4 bis 5 Gramm Arsen im Kakao. Wenn nicht Mrs. Sutton, wer dann? Ich sehe zu Edel hinüber. Wer war heute wieder zu Besuch gewesen? Tony Welbeck. Der junge Tony. In Edels Augen sehe ich etwas, was ich noch nie wahrgenommen habe. Nein. Nein. Nein! Was sage ich, wenn die Polizei kommt? Der Apotheker hat sie bestimmt benachrichtigt. 4 bis 5 Gramm Arsen. Das war Verdacht von Dorothy Sayers in der Bearbeitung von Hans Bräunlich und es spielten Hanno Hasse, Barbara Dittus, Helga Göring, Fred Alexander, Werner Dissel, Marion van de Kamp und Rudolf Christoph. Die Regie führte Werner Gruno, eine Produktion vom Rundfunk der DDR aus dem Jahre 1979.